Na, wir sagen Gorleben versalzen. Bei der ganzen Debatte um den Atomausstieg wurde ein ganz, ganz wichtiges, großes Thema ausgeklammert. Keiner traut sich, es richtig anzufassen. Das ist die Atommüllendlagerung. Wir finden das skandalös, dass der Seehofer einmal sagt, ja, man könnte die Endlagersuche erweitern und alle irgendwie so auf diese Geschichte reinfallen. Nichts, aber nichts ist in Gang gesetzt worden, um eine Endlagersuche neu zu starten. Alles bleibt bisher an Gorleben kleben und dagegen wollen wir demonstrieren. Wenn wir sagen, Gorleben versalzen, dann sagen wir, dieses Salz, was da rausgeholt wurde, muss zurück in die Erde. Total klasse, diese Aktion jetzt weiterzuführen. Dazu, es passiert nichts. Es passiert keine Gewalt gegen irgendjemand, sondern nur ein bisschen Salz von den Schubkarren wieder zurück. Ist harmlos. Gewalttäter! Was hab ich denn gemacht? Du hast Leute hier geschubst, ja. Voll weggeschubst, in eine Schubkarre reingeschubst. Ja. Da vorne! Und es gibt einige Zeiten. Ja. Bitte keine Gewalt! Keine Gewalt von keiner Seite! Also im Moment stehen ja nur Sie hier, das tut mir jetzt auch leid, dass es Sie trifft. Aber ich muss das als Versammlungsleiterin machen, sagen, dass wir hier keine Sachbeschädigung dulden. Ich hoffe, das waren Sie nicht. Haben Sie jetzt hier erreicht? Und dass Sie bitte nicht in irgendeiner Form hier handgreiflich werden. Wir haben hier eine Versammlung angemeldet und einen Spaziergang angemeldet. Und das machen wir auch. Danke. Also, ja, dann können Sie jetzt weitergehen. Wir stehen jetzt hier am Tor, an einem riesigen Eisentor zur Salzhalde. Die Salzhalde, da wird das ganze Salz hingekippt, was sie aus diesem Salzstock rausbuddeln, um daraus eine Mülltonne zu machen. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt einfach mal mit Chipkarren und versuchen, symbolisch das Salz wieder zurückzufahren.